Diese Kuchen hier sehen so aus, als wären sie aus Glas. Man hat ja fast schon Angst, sich an den eleganten Köstlichkeiten die Zähne auszubeißen. Aber ich kann Sie beruhigen, diese Kunstwerke sind tatsächlich essbar. Wir lüften für Sie das Geheimnis der Glaskuchen. Eine Glasur so glänzend wie Klavierlack. Die Kuchen der Russin Olga Noskova sind so perfekt, dass man sich darin spiegeln kann. Das Galileo-Team will wissen, wie geht das? Fragen wir sie doch einfach mal. Ich habe selbst 1,5 Jahre rumexperimentiert, bis die Torten so perfekt geworden sind. Ich wollte etwas kreieren, was andere begeistert. Das war meine Inspiration. Ein richtiges Geheimnis gibt es nicht. Das Rezept verrät sie uns nicht. Tja, dann probieren wir es einfach mal selbst auf gut Glück. Dazu vermischt unsere Redakteurin Puderzucker mit Wasser und verrührt das Ganze. Das Besondere an Olgas Torten? Die auffälligen Farben. Dafür verwenden wir Lebensmittelfarbe. Die Glasur wird außerdem nicht mit dem Pinsel aufgetragen, sondern geschüttet. Ah, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Vorne auch noch. So, der schwimmt jetzt eher. Trotz kleiner Schönheitskorrekturen, das Ergebnis ist eindeutig nicht das, was wir erreichen wollten. So ganz, wie es ausschauen sollte, sieht es irgendwie nicht aus, ne? Aber so, wenn das nur so bleiben würde, so dicker, dann wäre es eigentlich nicht schlecht. Der glänzt es sogar. Naja. Schnell noch ein Beweisfoto gemacht. Beim direkten Fotovergleich schneiden wir nicht so gut ab. Es hilft nichts. Da muss wohl ein Profi ran. Wir machen uns auf den Weg zu Andrea Schirmeier-Huber. Sie ist Konditoren-Weltmeisterin. Ob sie für uns das Geheimnis der Kuchenglasur entschlüsseln kann? Wir zeigen ihr unseren misslungenen Versuch. Da ist schon die Glasur falsch, weil es ein Zuckerguss ist, und der Untergrund. Also so ein Rührkuchen ist viel zu großporig, also da sickert die Glasur ein. Okay. Und das, was sie hier nimmt, ist ein Mousstörtchen und dazu ein Ganache. Das ist eine Creme, die 1850 in der Pariser Patisserie Sirodin entsteht. Der Legende nach ist das aber eine Zufallsentdeckung. Der tollpatschige Bäckerlehrling gießt heiße Milch über Schokolade. Daraufhin wird er von dem Meister als Ganache beschimpft, was auf Französisch Esel oder Dummkopf bedeutet. Dem Meister fällt jedoch auf, dass dieser Unfall ziemlich lecker ist, und tauft die Kreation kurzerhand Ganache. Seitdem wird die Creme zum Überziehen und Befüllen von Gebäck benutzt. Aha, das ist also eine Ganache. Und die macht Andrea jetzt für uns. Allerdings etwas abgeändert. In einem Topf kocht sie einen Zuckersud aus Wasser, Zucker und Glucose auf exakt 103 Grad auf. Das ist extrem wichtig. Dann gibt sie Milch und Sahne hinzu und lässt das Ganze erneut aufkochen. Jetzt vermischt sie Kaltgelee mit aufgelöster Kuvertüre. Das soll die Glasur dickflüssiger und glänzend machen. Gelatine sorgt für noch mehr Festigkeit. Die gibt sie in den Sahne-Zuckersud und kocht ihn auf. Also die Ganache kennt man schon, aber meistens eben dunkel, mit dunkler Kuvertüre gemacht oder mit Vollmilchkuvertüre. Ich koche sie mit weißer, weil dadurch kann ich sie einfärben. Eine dunkle kann ich nicht mehr einfärben und ich kriege auch keine leuchtenden Farben. Dazu brauche ich wie hier Pulverfarben. Die können fettlöslich oder auch wasserlöslich sein. Das ist hierbei egal. Und bestimme jetzt den Grad meiner Farbe. Wichtig hierfür, die Farbe nicht auf einmal, sondern nach und nach dazugeben. Das lasse ich jetzt ein bisschen abkühlen. Und das bringe ich nachher auf meine Wunschtemperatur. Temperatur ist auch das richtige Stichwort für die Torte. Die muss nämlich gefroren sein. Wie gefrorene Torte? Jawohl, eine Nacht muss die Mousstorte im Gefrierschrank bleiben. Dann kann sie ganz leicht glasiert werden. Denn durch die harte und glatte Oberfläche sickert die Glasur nicht in den Kuchen ein. Die Glasur ist jetzt abgekühlt. Trotzdem muss sie noch einmal auf die perfekte Fließtemperatur gebracht werden. Die ist entscheidend. Damit ich weiß, wie die Temperatur richtig ist, teste ich das, und zwar nicht mit der Hand, sondern mit der Lippe. Ihr hier kannst kurz hin und sagen, jetzt habe ich wahrscheinlich eine blaue Lippe. Aber ich merke, okay, es ist unter Körpertemperatur, gerade so um 27 bis 30 Grad. Perfekt, ich kann es hernehmen. Endlich kann es losgehen. Guckt mal, ich kann mich jetzt schon drin spiegeln. Aber wird das auch auf der Torte klappen? Vorsichtig verteilt Andrea die Glasur. Gelingt uns jetzt der Glaskuchen? Ja, da hinten ist ja gar nichts.
Also, neuer Versuch, diesmal mit einer anderen Form. Vielleicht geht es mit der glatten Oberfläche besser. Konzentriert schüttet Andrea die Ganache über die Mousse-Torte. Und so wird aus einem ganz normalen Kuchen ein echtes Kunstwerk. Geschafft. Jetzt will sich das gesamte Galileo-Team gern mal im sogenannten Mirror Cake spiegeln. Die Glasur ist makellos. Aber können das nur die Profis so gut? Wir wollen es selbst ausprobieren. Andrea drückt uns eine rote Ganache in die Hand. Die dürfen wir über kleine Törtchen schütten und naschen auch gleich mal. Aber schmeckt, oder? Schmeckt gut, schmeckt ganz anders. Als ich hätte irgendwie fruchtiger erwartet, aber es ist ja aus Schokolade eigentlich. Auch unser Ergebnis kann sich sehen lassen. Jeder kann also die Spiegelglasur hinbekommen. Wichtig sind nur die richtige Temperatur und die Spezialzutaten.